hoffe, du hast nicht gedacht, wir haben dich vergessen. Haben wir nämlich nicht. Ach, habt ihr nicht? Ja, pass mal auf. Du hast ja gesagt, du würdest ganz gerne aus der Sendung aussteigen, ne, weil dir das alles zu prollig ist, richtig? Ja, ich will unbedingt raus. Wie du weißt, so einfach ist das nicht. Ich wurde freundlich von der Supersalikali-Redaktion gebeten, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch in unserer Pflicht stehen, bevor sie ihren Arbeitsvertrag kündigen können. Das soll mein Arbeitsvertrag sein? Ja, das haben sie unterschrieben. Was willst du eigentlich, Joko? Zieh dir doch einfach mal was Nettes an jetzt und dann gehst du mal runter und setz dich in den Wagen, den ich dir geschickt habe, und dann kommst du zu mir. Und den Rest erkläre ich dir dann. Paragraf 69 der Akte Roginski besagt, der Vertragspartner verpflichtet sich, an einem vom Unternehmen organisierten Speed-Dating mitzumachen. Speed-Dating? Speed-Dating. Ich weiß ja auch um die Umstände, Paulina. Weißt du, es ist ja nicht so leicht für dich, jemanden zu finden. Dieser Fame, die Kohle, ne, was wollen sie? Und deswegen bin ich einfach hingegangen und habe einfach wertneutrale Kontaktanzeigen aufgegeben. Es ist auch nicht, dass da irgendwer kommt. Ich habe da schon wirklich mir große Mühe gegeben und habe da, ja, die Creme de la Creme für dich ausgewählt. Das Entscheidende bei so einem Speed-Dating ist in meinen Augen die Location. Und deswegen haben wir uns entschieden, das heute hier in Raum stattfinden zu lassen. Eigentlich, Paulina, heißt diese Achterbahn hier im Heidepark Flug der Dämonen. Es ist aber am heutigen Tag für mich die Achterbahn der Gefühle. Und moin, Männer! Moin! Jeder einzelne von denen wird heute die Ehre haben, eine Runde mit dir zu fahren. Und du bist auch erst dann durch, wenn du mit jedem wirklich gefahren bist. Seid ihr nicht ganz dicht? Was? Aber ich kann doch zwischendurch Pause machen. Nein. Du wirst deinen Traummann heute kennenlernen, so viel ist sicher. Nicht nur dein Herz wird entscheiden, wahrscheinlich auch dein Magen. Ja. Und wenn du ihn gefunden hast, wirst du mit ihm auch ein Dinner für zwei erleben. Ein wunderbares Gesetzesabendessen mit allem Shishi. Ja, das hört sich doch ganz toll an. Guck mal. Aha. Geht doch. Jawohl. Habt ihr Bock? Ja. Wo Jungs wirklich drauf stehen, ne? Sind rote Lippen und Smoky Eyes. Das nimmst du jetzt mit auf die Achterbahn und drehst mal eine Ehrenrunde und kannst dich schon mal schminken, damit du gut aussiehst gleich. Ey, Joko, das kriegst du irgendwann so zurück. Das mag sein, aber für den Moment habe ich sehr viel Spaß. Oh, jetzt soll ich mich beim Fahren schminken? Right! Und immer wenn diese Glocke ertönt, kann es von mir aus losgehen. Tut mir leid, ne? Du hast hier, guck mal da, kannst du mal kommen. Nein, es ist mir wirklich, also in deinem eigenen Interesse, du willst ja auch gut aussehen vor dem Glas. Ja. Ne? Guck mal, du hast da in der Ecke, hast du ein bisschen was vergessen. Mach das doch weg. Nee, da ist nichts, da ist gar nichts. Nee. Wir müssen noch eine Runde drehen.
Ja, willst du mich verarschen? Ciao, Bella. Viel besser! Viel besser! Ist es jetzt gut so? Jetzt ist wirklich gut, ja. Jetzt ist, ja. Mir ist langsam schlecht. Jetzt, wirklich? Jetzt schon? Du hast noch nie einen Typen kennengelernt. Ich weiß. Ich hole jetzt mal den ersten. Ja. Fangen wir mal an. Grüß dich, du heißt Phil, wo kommst du her? Kiel. Kiel. Das ist der Phil, das ist die Paulina. Hallo. Hi, Phil. Grüß dich. Hallo. Gut siehst du aus. Paulina, nutz die Zeit. Ja, muss ich irgendwas Besonderes machen? Nee, du musst halt die einzelnen Namen merken, damit du dann nachher weißt, ja, das kriege ich hin, Joko. Wer Hallo. Dein Favorite ist. Ich sag's. Also, gut. So, ich wäre soweit. Auf die Liebe, fertig. Wo kommst du denn überhaupt her? Ich komme aus Berlin und du? Aus Kiel. Aus Kiel? Gar nicht mal so weit weg von mir. Nein. Schlecht. Und wie war's? Geil. Ja, ja, voll interessant. Ich hab schon gesehen, du hast dich gut vorbereitet hier, ne? Aber hallo. Das ist nur die halbe Miete, sag ich dir. Wenn du dich ein bisschen damit einspielst. Ja, na gerne. Voll versprechen, ihr war gut riechende, männlich riechende Männer, ne? Mag Paulina total gerne. Fantastisch. Boah, was stinkt denn hier so doll? Ist das Pupsbett? Nein, das ist mein neues Eau de Toilette. Ihr seid so scheiße. Thies? Ja. Ran an den Speck. Hallo. Ja, jetzt sind wir ja endlich unter uns. Prost. Das ist doch ganz angenehme Atmosphäre, oder? Was für ein ekliger Schleimer. Schmeckt ja fantastisch, oder? Also ich könnte schon wieder. Ah, da kommt sie schon wieder. Ja, Marcel. Ich wünschte, ich könnte irgendwas für dich tun, aber du musst halt fairerweise alle kennenlernen. Ist jetzt auch blöd, wenn wir mittendrin aufhören. Hier kannst du uns noch mal weitergehen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir wollen mal fertig werden hier. Eigentlich? Für mich? Ich trage dir das mal vor. Wo ist denn das Hubschrauber? Du hast das Hubschrauber mitgenommen. Was hat er?